Was ist dir in einem Fitnessstudio wichtig und was war in deinem Fitnessstudio wichtig? Also, wenn ich mich zurückerinnere auf mein Studio und so weiter, war immer wichtig, das Equipment, dass das passt, die Leute, die Geräte in Ordnung sind, dass sie auch tauglich sind, dass sie funktionsfähig sind. Wenn irgendeine Reparatur anfällt und so weiter, dass es auch dementsprechend schnell wieder gerichtet ist. Und vor allem, dass alle Geräte vorhanden sind, die wichtig sind für den Muskelaufbau. Wenn ich nur so eine halbe Einrichtung habe, wo die halben Geräte fehlen, dann ist natürlich das für einen Athleten auch schwer. Da suchst du dann ein anderes Studio, wo alles, wo das Equipment auch besser ist. Ne? Aber die Einrichtung spielt eine große Rolle. Es müssen Kurzhanteln da sein, Langhanteln da sein, Bänke da sein und diverse Maschinen vorhanden sein. Und das ist eigentlich das Wahre, dass man sich auch dort richtig wohlfühlt, damit man ein gutes Workout durchführen kann. Ist dir das wichtig, dass jetzt so ein Wellness Club dabei ist oder Sauna und das Ganze? Naja, wenn einer das gerne macht, wenn er gerne Sauna geht. Also ich habe das selbst in meiner Studie eine Sauna gehabt. Die Leute haben das sehr geschätzt. Aber wichtig, unbedingt notwendig ist es nicht. Aber wichtig ist natürlich, die ganze, das Equipment muss passen. Also rundherum muss alles da sein, was die Leute für ein ausgewogenes Training brauchen. Trainierst du jetzt lieber in so einem Oldschool-Studio oder eher in einem modern eingerichteten Studio? Also ich bin in verschiedenen Studios unterwegs. Ich bin in den besten Studios mit dem besten Equipment und rundherum, also das ist First Class. Trainiere dort genauso gerne als wie in einer anderen Studio, wo es eben keine Sauna gibt oder zumindest nicht so ein Wellnessbereich. Also ich fühle mich eigentlich überall wohl, weil was ich brauche und so weiter, das ist dort überall vorhanden und das mehr brauche ich da nicht. Und das Publikum spielt ja auch mit einer Rolle, man muss sich ja dort wohlfühlen, man muss mit den Leuten reden können. Es muss auch Spaß dabei sein, das ist einmal ganz wichtig, der Spaßfaktor, der spielt eine große Rolle dabei. Und wenn man sich untereinander gut versteht, dann geht man gern hin dort. Und dann freut man sich aufs Training. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Videokanal und gebt den Daumen nach oben. Holt ihr jetzt unser E-Book Gold School Bodybuilding. Alter ist nur eine Zahl.